Mal sehen, ob wir die Elektrophorese ein kleines bisschen nachempfinden können. Ich habe hier zwei Pole, Plus- und Minuspol. Ich habe hier eine Spannungsquelle von 30 Volt. Nebenbei, die muss ich jetzt nicht zeigen. Und ich schalte jetzt einfach mal kurz an. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sehen Sie erstmal gar nichts. Aber gleich sehen Sie etwas. Und zwar hier an der Elektrode. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe Tee genommen, einfach einen Tee aus der Kanne ein bisschen, und ich habe dem Tee noch ein bisschen Salz dazu gegeben, um sicher zu gehen, dass das auch leitet. Denn Wasser leitet nicht. Und ich wusste nicht, was Tee, ob das irgendwelche Ionen oder sonst was bildet. Aber man sieht hier auch was. Erstens hier was Dunkles, was Schwarzes und hier was Braunes. Das heißt, das Salz hilft etwas. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Pufferlösung sagen, das wäre zu stark übertrieben und zu stark modellhaft. Mal sehen, noch ein bisschen hindrehen. Jetzt sieht man es noch deutlicher. Nach einer Minute wird es hier richtig schwarz und hier richtig braun. Na gut, ich breche den Versuch insofern mal ab. Ich schalte mal einfach aus und nehme mal hier die Klammer ab. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Aha. Das Dunkle müsste erkennbar sein, was sich an dem Pluspol gebildet hat und an dem Minuspol. Naja, da sieht man Folgendes. Ich versuche das mal zu vergrößern. Da sieht man hier in der Mitte einen Fleck. Nach außen hin wird es heller und dann kommt erst was Dunkles. Das heißt, da muss irgendwas davongeflossen, davongetrieben sein. So werte ich es jetzt. Wir können das modellhaft dafür nehmen, um viele andere Dinge auch mit zu erklären. Ich werde immer mal wieder auf dieses Video eventuell verweisen. Also ich hoffe, dass das alles dem Gesamtverständnis hilft und jo, wünsche alles Gute. Bis dann. Tschüss, tschüss.